Weiter bei Dark Souls 3, mal wieder zusammen mit Nukula und Fox und wieder sitzen wir vor Midir. Immer noch. Immer noch. Hat ja nicht lange noch gedauert. Boom. So, ich würde sagen, ja, kriegen wir hin. Wir rocken den Bastard jetzt. Auf jetzt jeden. Alle auf Sanya. Oh Gott, die arme Sanya. Denkt dran, die Sanya ist Mod. So. Im Grunde verfolge ich meine selbe Strategie wie letztes Mal auch. Immerhin ist er dabei fast gestorben. Ach ja, der Olle. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Das wird ein Drache sein, ne? Oh. Ja, ist so ein Hund. Fehlzüchtung. Gott, hat der Mundgeruch. Oh, geh mit deinem Schwanz weg. Ja, ich hab gesagt, geh mit deinem. Böse Zungen könnten jetzt behaupten, das war eine sehr homophobe Aussage. Ah! Den Charge aus diesem Winkel nicht gesehen. Ich habe mich ein bisschen zu weit wegbewegt, da mussten Leute gecharged. Ach, du bist schuld. Ah, okay. Mhm. Ins Gesicht. Ich werde ihn bestimmt noch gleich wieder haben. Also die Angriffe. Oh. Scheiße. Das war knapp. Und scheiße. Beides zusammen, gleichzeitig. Geh mit deinem blöden Kackschwanz weg. Oh, jetzt nochmal weg. Ah, ich war eh total weit weg. Ja, oh. Ist schon Schwanz stark? Nee, der dreht sich langsam. Ich bin immer hinter ihm, das ist total scheiße. Nein! Okay, das Schwanz okay. Hat fast sorry. Charging my laser. Nicht mit uns, mein Freund. Charge, oder? Nee. Nein, Feuer? Feuer. Au, fuck, da war ich zu knapp. Ganz, ganz, ganz knapp. Ja, in dem Feuerbrunst hast du keine Chance. Die geht zu lang. Die geht zu lang. Ah, war ich ganz knapp in der Range noch drin. Ah, ein bisschen, ein paar Pixel nach rechts. Zum Warmwerden ist das okay. Passt auf meine Sense auf. Hira da, apropos nee, Bannsense. Ich hätte gerne das legendäre Item Bannsense. Okay. Ja, aber das kannst ja nur du kriegen, Sanya. Das wäre ja ein bisschen unfair. Oder ist das ganz, ganz, ganz teuer. Und dann kann man damit ganz spezielle Sachen machen. Wurfsense. Ein persönlicher Command nur für Sanya. Oh Gott. Euch ist schon klar, dass das irgendwie dazu führt, irgendwie, dass das quasi bedeutet, köpft jeden im Stream einmal oder so. Wollt ihr das wirklich? Wasserschuriken. Gott. Gibt einen Pudding-Schuriken. Er wabert durch die Luft. Header down? Oh ja, ich bin offline. Hä? Ich habe die Stream-Verbindung verloren irgendwie. Oh lol. Komme ich nochmal irgendwann wieder? Hä? Mit dem Stream läuft doch. Refreshen vielleicht? Also, ich sehe meinen Stream noch. Und hier sagt er aber, ich bin offline. Hä? Das müssen dann aber ganz, ganz strange Internetprobleme gewesen sein. Ja, es weil ist. Discord ist nicht abgebrochen. Ich bin so halb offline irgendwie. Ach, Header Down aka DC. Okay. Ach, Leute. Verwirrt mich doch nicht so. Dass ich gestorben bin, ist doch offensichtlich. Das ist doch, das sieht man doch. Ist doch. Monster Hunter möchte auch wieder zocken. Ach, möchte ich? Ach so, ja, ja. Ach so, ich dachte schon, hä? Monster Hunter wäre so toll. Wollt ihr euch gegenseitig zocken im Stream? Das ist aber auch schon eine Kunst. Hast du, Luki, hast du Monster Hunter auf dem PC oder für PS4? Ich wollte doch keine Panik auslösen. Ah, hast du aber. Schlimme Panik. Also ich habe Monster Hunter auf der PS4.
Weil ich habe das letztens von einem Arbeitskollegen sehr günstig auf dem PC geschenkt bekommen. Also nicht geschenkt, sondern für sehr günstig hat es mir überlassen. Hm. Weil er wollte mit dem Key nichts anfangen und hat mich gefragt und meinte ich, ja, klar. Ja, aber so umsonst würde ich es auch nehmen, aber ich glaube nicht, dass es ewig lange spielen würde. Mein Monster Hunter Curse weg, wieso das denn? Na kommen Sie, Großer. So, Fox, diesmal nicht sterben. Mhm. Ja, Mist. Laser. Nein, was mach ich denn für einen Blödsinn? Was mach ich denn für einen Blödsinn? Wow, das ist blöd. Er dreht sich zu mir. Hoffentlich nicht mit dem Schwanz. Naja, also hoffentlich mit dem Schwanz. Das wäre gut. Oh mein Gott. Ah, nein. Heute, jetzt habt, heute ist euer Tag, ne? Heute müssen alle einmal sterben. Das war doof gerade. Das war richtig doof gerade von mir. Ah. Ja. Kein Saft mehr. Ich muss auftanken. Ah, ich hab's kommen sehen, aber ich war am Trinken. Echt jetzt? Alter Verwalter. Oh mein Gott. Da war jetzt wenigstens ein Loch im Finger, wenn ich so gehe. Jetzt rastet er wieder ein bisschen. Ah, Yummy co-hosted. Yummy. Hey, Yummy! Warum seid ihr? Ich hab schon wieder Yamiko gesagt. Irgendwie verschluckt man bei deinem Namen immer den halben Teil. Yummy Kyoko natürlich. Mann! Kyoko? Komm doch mal klar, Hedda. Lies doch meinen Namen richtig vor. Angebracht, wa? Yummy Kyoko, danke, Yummy! Sehr gut. Und ins Gesicht. Und willkommen alle Yummy-Zuschauer. Ihr könnt uns jetzt beim Sterben zugucken. Weil der Boss ist echt nicht ohne. Krass. Der Header und ich, wir kannten den Boss hier vorher auch nicht. Also für uns ist das hier tatsächlich blind. Ich hab Fox zu leise gemacht, merke ich gerade. Au! Verdammt. Ja! Ich hoffe, man hat trotzdem nichts mehr zu verstehen. Naja, ich glaube, man hört dich noch, aber du bist relativ leise vielleicht zum Spiel. Ich muss dich nach dem Kampf ein bisschen lauter wieder machen. Oder das Spiel vielleicht einen Tacken leiser. Ist das Spiel zu laut bei euch? Sagt mal. Bam! Ins Ohr. Die sagen bestimmt, ach, Foxy wollte ich nicht hören. Das stimmt. Das sind eh nur alle wegen Nukula hier. Hey, Doppelten, grüß dich. Wow. Ah, moin Doppelten, hast du die Nachricht bekommen? Jetzt hole ich die Zuschauer schon einzeln zu. Sehr schön, jeder Zuschauer zählt. Na, ah, da staubt Yami direkt mal den Shoutout ab. Da hat der Bot auch nur drauf gewartet. Auf mich, deswegen renne ich mal auf ihn zu. Ja. Oh, zu spät. Doch getroffen. Geil. Ich habe keine Magie mehr. Hack, hack. Man merkt, dass Nukular fehlt. Ja. Man hört uns eigentlich relativ gut. Auch Fox. Okay. Fox ist bei mir irgendwie viel leiser als alles andere. Das ist verwirrend. Laser. Oh, oh, warum mache ich denn das? Vorsicht, ich bin in einer sehr ähnlichen Distanz wie du. Oh. Oh Gott, die Wand hat mich gerettet. Geil. Gute Wand, gute Wand. Ich wurde, glaube ich, noch nie in Dark Souls von einer Wand gerettet. Meistens ist das mein Tod. Heldenwand. Geh mit dem scheiß Schwanz weg. Mekostream, ich grüße auch dich. Willkommen zum Todesstream. Laser. Ja, Laser, der macht das aber auch häufig. Das ist auch schön, das ist eine schön einfache Attacke, der kann man ausweichen. Das ist okay. Man muss es nur schaffen, näher dran zu kommen, so wie du. Oh fuck. Ah! Oh, wow. Wow! Ja, die Agro ist gerade voll auf dir. Ja, mach das. Ah, oh, der dreht sich immer zu dir um. Ah, jetzt kommt er zu mir, ja. Okay. Kommen Sie her, mein Freund. Suchen wir den hin. Ah, der macht den, okay. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass ich hier wieder in sein Timing reinkomme. Das Dumme ist, wir sind noch nicht mal bei 50% der AP und das ist gleich schon mein letzter Estus. Ich hab noch 7. Oh.
Ganz groß daneben. Oh, oh, oh. Ach, die Attacke ist das. Ich hab dich verwechselt, scheiße. Oh nein, Schwanz auf meiner Seite. Schnell nach vorne. Hi, was großer! Ich bin hier, guck mal. Soll das etwa heißen, lieber Chat, ihr wollt mich gar nicht lauter hören? Das kann ich verstehen. Ah! Jetzt fliegt er ein bisschen? Nee, ja. Ja, so ein bisschen schon, ne? Das ist halt so ein. Guck mal, dass er keinen Charge macht. Bei eher einen Sprung. Okay, ich muss. Macht Laser. 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 Ah! Oh nein! Super enger Radius, ich glaube, das ging galt mir. Ja. Ah, wir kriegen das noch hin. Ja, mein letzter ist, ist weg. Okay. Oh, so viel Feuer. Scheiße. Komm, ich hol mal meine 0 Seelen. Geil, 0 Seelen. Mega. Das ist sehr gut. Ich kann mich gar nicht melden. Ah, zu spät gerollt. Ah, fuck. Okay, Media hat noch 50%. Ja, das war's. Und? Seine andere Kralle hat mich erwischt. Scheiße. Hey, Heather, du hättest nur noch ein bisschen durchhalten müssen und ich wäre garantiert gestorben, weil ich keinen Estus mehr hatte am Ende. Ja, leider, aber die andere Kralle hat mich unerwartet erwischt, da habe ich nicht mit gerechnet. So, jetzt gucken wir doch mal eben, was ist denn hier alles passiert, ey? Mal bei so einem Bosskampf kriegt man die Hälfte ja gar nicht mit. Ja. Okay, ja, Miku ist da, ist klar, Yami ist immer noch da, ja, super, euch haben wir alle schon gesehen, herzlich willkommen. Fox könnte ein Mühlauter, aber an sich versteht man ihn gut. Ja, man versteht ihn schon, aber er könnte ein Mühlauter. Dann machen wir Fox doch mal ein Mühlauter. So, Fox, bitte. Dann gib mir mal ein Müh mehr. Hast du jetzt ein Müh mehr, aber nur ein Müh, ne? Nicht übertreiben, ne? Kein, nicht zu viel hier, so. Kein Mo. Nur ein Mü. Nein, kein Mo, genau. Yami, auch dir Gratulation zu deinem Herzchen. Auch du bist jetzt ein Herzchen-Zuschauer. Entschuldigung, eine Herzchen-Zuschauerin. Sag ich doch. Was sagst du? Ach so, ja. Sag ich doch. Ja, ich weiß. Ich höre dir ja zu. Der Queen of the Code sollte man immer zuhören. Ein klein Mü. Klein. Ah, fuck, wo kommt denn da mal klein Mü her? War das die Mumins? Was war das? Gab's da kleinen Mühe oder so? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich würde jetzt sagen, das waren die Mumins, aber ich bin zu alt und das ist zu lange her. So, ich bin runter auf 4 Blut, übrigens. Um mal so anzumerken. Ich glaube, mein Glutdealer ist AFK. Er sagt nämlich kein Wort. Dein Glutdealer hat aus Versehen sein Mic gemutet, alles gut. Ach, warum habe ich denn was gesagt? Das wäre der schönste Stream geworden, den wir je hatten. Ich bin doch kein Lümmel. Ich lümmel doch nicht rum. Ja, Mumins, die Kleine mit dem roten Kleid und der spitzen Nase. Das weißt du noch so auswendig? Das ist doch ewig her. Ich finde, wenn man Bezug auf solche Serien nimmt, dann zeigt man gleich, wie alt man eigentlich ist. Ist echt schlimm. Dabei bist du doch gar nicht so alt. Warum kennst du die Mumins? Du bist doch gar nicht so alt. Hä? Hä? Gibt's die immer noch? Ich klinge stumpf. Ja, das hatten wir eben schon festgestellt. Das ist ein neues Mischpult. Das ist irgendwie noch relativ ungewohnt hier, was damit passiert. Warum ich stumpf klinge, weiß einfach niemand. Ich weiß nicht, ob das nochmal... Ne, es hat alles geholfen. Na, wir gucken nochmal. Ich drehe da nochmal an diesem Hebel. Das wird aber auch nicht viel helfen, glaube ich. So, Nukular. Bin unterwegs. Ah, sehr gut. Das muss ich noch mal so ein bisschen rausfinden, warum. Ich klinge aber bald sowieso anders, weil hier schon das neue Mikrofon liegt. Das muss nur noch angeschlossen werden. Deswegen brauche ich eigentlich gar nicht mal so viel Mühe daran investieren. Aber trotzdem, das wird ja dann das alte zweite Mikrofon. Nicht so viele Mühs. Nicht so viele Mühs, genau. Nur ein kleines Müh vielleicht, mal gucken. Klar bist du ein Lümmel, ein besonders liebenswerter. Oh. Oh. Ach, ich bin vielleicht aus Hinsicht ziemlich oldschool für mein Alter. Ja, als Bücherwurm auf jeden Fall. Aber ja, ich klinge auch für mich etwas dumpf. Ich weiß nur überhaupt nicht, warum. Ich würde einfach mal vermuten, das Mischpult
kriegt den Ton vom Mikrofon besser hin und das ist der Ton von dem Mikrofon, der ja eigentlich so sein sollte. Früher war das einfach nicht möglich. Ich könnte natürlich versuchen, um nicht so dumm zu klingen, Sekunde. Die Bässe raus, Höhen rein. Genau, versucht mal nicht so dumpf zu klingen. So. Ich glaube, das dürfte ein kleines bisschen was verbessert haben. Weniger Bass, ein bisschen mehr Höhen. So, dann müssen wir noch mal schauen. Midi, mein Freund. Wir könnten auch Midis Todestag in den Titel reinschreiben. Jetzt klingst du auch bei uns anders. Ja, klingt für alle anders. Ah, du klingst ein bisschen, der Bass ist ein bisschen weg. Ich glaube, das nimmt deine Stimme ein bisschen an Fülle. Also muss der Chat entscheiden. Ist schon besser, ja. Ich persönlich fand es vorher besser, aber... Ja, wobei du hörst aber auch eine etwas andere Tonlage als der Chat wiederum. Ja. Der Chat kriegt eine bessere Tonqualität ab als du, leider. Genau. Ihr seid mir nicht so wichtig. Hedda, flat, zu mir, klingt zu wie mir. Telefon. Ach Gott, ihr seid doch echt. Dann halt wieder aufs Alte. Was sehe ich denn hier? Aufnehmen? Dude. Was los? Wo ist da was? Ah, da. Oh. Auf der anderen Seite. Dann, danke fürs Feedback, gehe ich wieder aufs Alte. Dann leben wir mit der etwas dumpfen Stimme. Dann ist die jetzt halt so. Müsst ihr halt damit dumpf leben. Nicht, aber. Ja, ein bisschen voller, finde ich. Finde ich. Ist aber auch häufig. Der Sound ist trotzdem sehr leise im Gegensatz zu vorher. Hä? Ich habe nichts an der Lautstärke verändert. Das kann nicht sein. Oder meinst du im Gegensatz zu vorher, nicht heute vorher? Das kann sein. Im Gegensatz zum letzten Stream kann ja, das sein. Ja, das kann durchaus sein. Oh, der zieht sich ganz schön zurück. Oh, wow. Guckt man einmal nicht hin und dann so einen Scheiß. Ich treffe den gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Ja, ich hab's gewusst, dass der kommt. Entschuldigung. Uns alle drei erwischt, wa? Ja, aber heftig knapp. Zu langen Streams. Ja, das kann sein. Das kann ich jetzt. Oh, Was macht der? Der hat ihn gepackt. Wie krass. Oh. Und wie unverschämt, dass du noch lebst. Krass. Wieso? Ey. Skill, Junge. Du verdienst es, tot zu sein, aber sowas von. Wie? Ich verdiene es, tot zu sein. Ja, hallo, mit diesem krassen Angriff. Ach so. Also, ich mein Video. Jetzt hab ich leider sogar ein DCN gemacht. Ich find, der zählt auch. Ich find, der zählt. Boah. Hallo. Fangen wir nicht mit so einem Blödsinn an. Imaginäre Tod. Ah, Mist. Wieder zum Tod oder so. Ah, wow. One-Hit. Da gebe ich ihm. One-Hit. Da habe ich ihm 200 Glut schon gegeben. Ja. Oder knapp 200 Loot und dann kriege ich, also du verdienst es zu sterben. So was undankbar. Wo du mir gerade 200 Loot gegeben hast, da fällt mir gerade ein, ich hätte ja einfach mal in der Kiste nachgucken können, ne? Was? Hast du auch noch welche? Ja, weil garantiert habe ich in der Kiste noch Loot. Ja, stimmt. Oh Gott, nun klar, wir mich hassen. Kwami? Was? Kwami Kyoko, was ist das denn? Gut, wer ist denn Kwami? Es kann halt auch sehr gut sein, dass Glut auf Autoloot ist. Also du hast, anders als in Bloodborne, werden deine Consumables automatisch nachgefüllt, vorausgesetzt, du hast genug in deiner Kiste drin. Ah, okay. Ja, ich habe auch nur 3 in der Kiste, sehe ich gerade. Das heißt aber, du hast mir doch keine 200 gegeben. Nope. Das geht ja gar nicht auf. Und du kannst es... Nee, also ich habe dir 2x98 Glut gegeben. Knapp 200. Aber ich kann nur 99 tragen und besitze insgesamt gerade 102 Glut. Das ist ja irgendwie komisch. Wie, du besitzt 102 Glut? Ich habe 99 dabei und 3 sind in der Truhe. Ja, das ist ja okay. Ja, aber wenn du mir 2x98 gibst, ist das wesentlich mehr.
Ja, ja, aber wie viele Death Counter hast du? Achso, du hast mir insgesamt 200 gegeben. Okay. Ich dachte, ja, habe ich doch gesagt. Ganz am Anfang habe ich dir 98 Blut hingelegt und jetzt nochmal. Okay. Ich sag nichts mehr. Blödes Handy, was ist los? Kannst du einen Stream-Shoot machen und mir über PSN schicken? Achso, ihr redet über Final Fantasy Online. Sieht mich voll, wie es aussieht. Die kannst du ja abfotografieren, auch wenn es aber PS4 ist. Einfach Handy, zack. Kann man eine PS4 kann auch Screenshots machen, oder nicht? Hier mit dem Share-Button. Oder nicht? Ich meine wohl. Mit dem Share-Button. Share-Button? Es ist ein Niveau-Stream. Es ist der Share-Button. Mhm. Le Button. Le Button de Share-Button. Ja, standardmäßig ist das ganz dumm eingestellt, dass wenn du den Share-Button gedrückt hältst, macht der einen Screenshot. Ja. Ich habe das umgedreht, dass wenn ich gedrückt halte, kommt dieses Menü. Weil das finde ich viel intuitiver. Und wenn ich kurz drücke, macht er nur einen Screenshot. Cool. Das finde ich persönlich ein bisschen intuitiver. Bam. So. Le Medir. Monsieur Medir. Voulez-vous coucher avec moi? Alter. Wow, krass. Oh nein, jetzt muss ich aber schnell hier weg. Ah, Mist. Das oh, charge. Nee, doch nicht. Eine easy Feuerlanze. Und Laser. Ah, ich mach schon wieder denselben Fehler. Warum denn? Ich bin immer zu nah dran. Der dreht sich bestimmt gleich zu mir, weil ich die ganze Zeit drauf haue. Ja, toll. Ah, ich hasse diesen Schwanz. Oh, wow, wow, wow. Oh, oh, oh. Keine Mana mehr. Hey, Dicky. Kuckuck. Kuckuck. Zu mir. Ah. Hey, grad habe ich die Aggro, tut mir leid. Ich werde sie gerade nicht los. Ja, ich verfehle die ganze Zeit gerade, das ist voll scheiße. Oh, ich muss eigentlich darauf warten, dass er. Ja, ich hab's gesehen. Ich war am Trinken. Oh, ja, ich hab gerade die Trinkanimation gestartet. Nein. Na, Mann. Cessoir. Headless, aber wenn man dort keine Freunde. Wenn man dort keine Freunde sind, ist das mit dem Zeigen des Bildes ein bisschen schwierig. Ach so, man kann das nur Freunden zeigen? Ist ja blöd. Ich habe das noch nie benutzt, diese Share-Funktion. Ich bin so unwissend. Ich habe es genau andersrum. Das stimmt auch wieder. Ja gut, dann kann man das... Warum kann man nicht einfach sagen, irgendwie Discord-Anbindung, PS4, post es in den Channel? Warum fehlt denn so ein essentielles Feature? Unglaublich. Bist du nicht immer am Trinken? Ja, ich bin immer am Trinken. Auch im Real Life. Ich trinke halt sehr viel. Wenn du auf der PS4 einfach nur einen Screenshot machst und den nicht teilst, also nicht auf Facebook teilst oder sonst irgend so ein Blödsinn, sondern einfach nur einen Screenshot machen und nichts weiter, dann ist der erstmal stumpf in deiner Galerie, wo du quasi deine Videos und Bilder und so weiter hast. Da werden auch die Screenshots hingepackt von den Trophäen und so weiter. Und den kannst du dann einfach entweder im PSN als Nachricht an andere Leute schicken. Entweder das. Also wenn du Nachricht schreibst, einfach links auf dieses kleine Icon, um einen Anhang dran zu machen, also einen Screenshot. Und dann kannst du da den Screenshot auswählen. Ja, das war's dann schon. Oder du kannst halt andere Sachen damit später machen. Den auf einen USB-Stick packen oder sonst was. Ich schicke zum Beispiel ganz gerne die ab und zu an mich selbst und lade sie dann auf der PSN-App, auf der Messenger-App einfach runter und habt ihr dann auf dem Handy zum Beispiel. Oder auf dem PC. Das ist Fox, Fox ist voller Profi. So, ich gehe mir mal ein paar Pommes machen. Pommes. Lecker. Serena ist neidisch. Oh ja. Pommes. Ich will auch Pommes. Aber ich hatte heute Nudeln. Nudeln sind auch lecker. So, meine Herren. Wir könnten uns eigentlich auch mal Pommes machen. Ja, ich mache jetzt Pommes aus dem Drachen.
Aber das ist doch keine Kartoffel. Ja, doch. Das ist eine ganz doofe Kartoffel, der Typ. Das ist eine faulige Kartoffel. So, faulige Kartoffel, komm her. Du brauchst gar nicht so rumzicken. Der dreht sich aber auch immer zu ihm anders, wenn einer mit dem Spiel ist. Oh, fuck, ich wollte einen Dungeon Attack auf den machen. Das probiere ich nächstes Mal nochmal. Hehe, First Hit. Ah, wo zahlt er es mir heim? So. Ich hab mich gerade nicht gemutet, oder? Nein. Nein. Okay, also. Na, geht auf. Geht auf niemanden. Oh. Ja, gerade die Technik. Der hat echt eine Kunst, sich immer mit dem Arsch zu mir zu drehen. Nur auf die Stalagmiten. Ach, ja, zu früh gerollt. Mann. Nicht bei Header. Boah! Jetzt geht der Leuch auf Rookie, jetzt auf Header. Endlich mal. Doch Zeit. Ah, von wegen mit Zeit. Hilfe, ich sehe nichts, wo bin ich? Pass auf, was du dir wünschst, Alter. Ja. Ja, aber das ist halt viel einfacher von vorne. Weil dann sieht man halt wenigstens, was der macht. Ja, ja, ja. Okay, jetzt übertreibst du es aber nicht. Nein. Oh. Oh. Ja, das war mein Fehler. Ich dachte, er macht den Zweier. Laser! Macht der Laser? Oh ja. Der dreht sich gleich zu. Genau die richtige Zeit. Das ist sehr, sehr geil. Das ist sehr geil. Oh ja, hast 4000 Schaden gefressen. So ist du es. Oder mir dir. Du meinst 4000 ausgeteilt, oder? Ah, nee, Midir hat 4000 gefressen. Wie machst du denn 4000 Schaden an ihm? Langsam, aber bedächtig. Ach so. Siehst du, wie der Schaden hochtickt? Ja, aber das bist ja nicht nur du, ne? Aber es wird, das geht gerade schon besser als sonst, ja. Oh, oh. Oh nein, bist du weg. Bitte, bitte. Oh. Das Kampf ist überraschend. Dämmel. Ah. Ja, dass er mich gerade nicht trifft, ist wirklich ein Wunder. Ah, ich bin nicht. Ich hab keine Mana mehr. Ey, warum DCF? Fox tot? Hab ich gemerkt. Ich hab gar nicht jemanden jammern hören. Ja, Fox hat's beim AOE erwischt. Beim AOE in der zweiten Phase. Ich hab jetzt eine, als du das gerade angefangen zu passen, da hab ich ein bisschen gejammert, aber. Kam wohl nicht rüber oder so. Nee, irgendwie nicht. Ah! Diese Menschlichkeit. Also geht immer auf Nuki, das ist schön. Ich habe gerade so schön auf seinen Fuß draufgehauen, als ich realisiert habe, dass du auch irgendwie anpasst. Ein Dauerangriff. Boah, nein, nein, nein. Boah, pass auf. Nein. Nochmal. Ich beschwere mich nicht, alles gut.
Powerlaser. Superlaser. Ja! Ist doch nicht wahr. Zieht er einfach durch mich durch damit. Boah, krass, ihr macht den jetzt. Nee, ich bin tot. Oh. Der hat Laser 1A durch mich durchgezogen. Twitch Delay. Dammit, das dürfte den Strike beendet haben. Ich will's nicht jinxen, aber das sieht gut aus. Duck dich. Ah. Was ist ein Strike denn? Ach, NetDevs. Hat der NetDev einen Strike? Was, du warst. Also, ich lese jetzt einen Bot vor, hallo. Und wieder ein Death Counter von Media. Ach, Manu. Ach, dieser Media. Dieser schicke Drache. Der Media hat noch keinen Death Counter. Nee, da krieg ich ja nur einen. Das steht jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 30 zu 0 oder so. Ja, wenn man alle zusammenzählt, noch mehr als 30. Mhm. Also alle unsere Tode gegen ihn. Ja, das stimmt. Frankalizer passt wohl besser. Sariland 12 Treffer in Folge. Pff. So, ich mache mal ein bisschen Platz hier. Dann tanzen sie mal an, die Herren. Ach so, ja, ich muss mein Zeichen legen. Das liegt jetzt aber. So, da bin ich wieder. Kalix, ich grüße dich. Willkommen. Hey, eben, Kalix, noch, willkommen. Eben noch Divinity beendet. Hey, Kalix. Und schon ist er da. Was ist denn los? Nicht ein Zeichen? Ah, da sind sie. Da war wohl Netzwerk ein bisschen lahm heute. Random bei den ganzen vielen Kram, den ich heute so erledigt habe, habe ich übrigens auch mich um das Zimmer, von dem ich heute gesprochen hatte, ein bisschen gekümmert. Und ich glaube, ich könnte da demnächst mal streamen eventuell. Cool. Ich bin gespannt. Also ich hoffe, dass es diesmal ein bisschen schneller weitergeht mit der Szene als letztes Mal. Aber es war ja auch eine Pause durch Urlaub. Da war ich ja auch eine Woche weg. Und wie ich Divinity beendet habe. Ja, dann ich werde einschalten, wenn das soweit ist. Gott, ich muss demnächst bei so vielen Leuten zugucken. Ich bin voll irritiert, ey. Ich gucke immer nach rechts, weil ich bin noch nicht gewohnt bin, dass da ein Licht ist. Das ist immer so, jedes Mal so, hä, was ist das? Was leuchtet mich an? Was macht es? Es ist doch gar nicht blau. Hedda, du kannst, by the way, beim Sound was hochpegeln. Hab den Stream am Anschlag und es ist echt noch recht leise. Ja, ich kann leider gar nicht mehr so viel gerade hochpegeln. Müsste man seine Lautstärke hochdrehen oder so? Nee, die ist auf Max. Das ist noch das neue Mischpult, das ist noch ungewohnt mit all seinen Einstellungen und so. Ich hätte einfach gerade zuhauen sollen, ne? Was mach ich denn da? Oh Mann. Mach dieselbe Attacke nochmal! Dieselbe Attacke nochmal? Das war, glaube ich, eine leichte Antwort. So, gehen wir mal alle drei an dieselbe Stelle hier. So, schön. Ah, genau bei mir haut er ab. Boah, aber 8 Stunden Stream waren echt heavy. Ja, das ist schon 8 Stunden Stream, ist anstrengend. Wow. Das ist richtig. Das ist wirklich anstrengend. Wie macht der direkt weiter danach? Ist ja ungewöhnlich. Pausiert doch sonst immer kurz. Charge. Wow. Verdammt. Ich halte mich mal kurz an Uki. Danke. Schmabber. Ich merke echt, dass das ein Riesenproblem mit den Estus Flakons bei mir ist. 7 sind einfach zu wenig. Ja, ich starte mit 12 in den Kampf. Ja, du bist ja auch Horst. Naja, ich weiß. Du bist auch Horst. 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 Ich dachte, der wäre gestorben. Charge? Ja.
Puh, da muss ich dran denken, dass ich dann von seinem Fuß weggehe. Also, dass ich nicht zusätzlich davor bin. Dreht sich natürlich. Mach immer falsches Timing hier. Na, no, nicht umdrehen. Ja. Akro. Die Attacke hat eigentlich einen schönen Rhythmus. Also, man kann. Ja. Man kann der gut ausweichen. Zumindest da irgendwo hinten an ihm noch getroffen. So, ich habe schon keine Mana mehr. Feuer. Ach Gott. Ja, gerade hat er mich. Ach du Kacke. Ja, er hat dich zum Grillen gern. Wow. Ah, scheiß Timing. Seh nichts, wo willst du? Wow, wow. Okay, wir sind kurz vor 50%. Diesmal muss ich mal echt gut aufpassen, dass nicht wieder sowas passiert wie gerade. Charge. Aber ins Leere. Ja, der wollte, glaube ich, auf mich, aber der hat sehr. Genau da, wo ich ihn haben wollte. Sehr gut. Nein! Oh. Nein, bitte. Ich habe es gerade mit Timing gar nicht rausgehabt. Charge. Sauber. Oh, okay. Ist das nervig. Achtung. Laser. Ja, ich bin so nah dran. Das ist gerade sehr schlecht. Boah, es ist knapp. Boah. Dreht sich gewiss gleich Charge. Zu mir. Charge. Nein, schaffe Feder. Unter 50% würde ich sagen. Ja, aber hier kommt. So, zweite Phase. Au, wow. Langsam, Jungs, langsam. Ja, nicht übertreiben. Safe. Trans. Ja. Ja, der will gerade zu mir, glaube ich. Nee. Jetzt, ja, hat es jetzt auf mich abgesehen? Oder doch auf mich? Nee, doch auf Fox. Oh, ja, null. Menschlichkeit. Oh. Nein. Komm. Ich musste mal eben loswerden. Ja, mach das. Verzieh dich woanders hin. Charged? Nee, mach Feuerlanze. Ja, so ist okay. So ist gut. Ah, das war eine so. Vorsicht, Ausraster. Nee. Ah, nee, doch nicht. Puh. Okay, übernehmt ihr den mal eine Weile. Ja, wenn er. Ich hab doch gesehen, dass er an Charge kommt. Jetzt kommt der Schwanz, wa? Nee, doch nicht. Wow, Schwein gehabt. Oh, die Attacke kenne ich gar nicht, glaube ich. Du hast ein paar Mal gemacht. Okay. Jetzt kommt der Ausreißer. Nochmal. Wow. Okay, ich heile mich jetzt doch lieber. Lieber passiver sein. Ja, gerade. Wow. Au, Fanny. Mini getroffen. Vorsicht, au. Ja, reicht. Gönn mir mal. Es ist ja auch genug. Das war aber knapp. Auch wenn es sich fast nicht lohnt. Oh, die Musik ist schön. Die erinnert mich gerade schon so ein bisschen an Lady Maria oder so. Jetzt aber auch auf den Kampf konzentrieren, nicht nur auf die Musik. Ja, voll auf den Kampf. Wow. Was mach ich denn hier? Boah. Yes, da ist er. Verschwinde, du blöder Drache. Speer der Kirche, Seele von Schwarzfuß Midir. GG. Und 150.000 Seelen. Alter. Boah, guter Kampf. So, das waren jetzt so ungefähr 3 Stunden Media. Ich sieh. Ah, sehr gut. So, Speer der Kirche, Seele von Schwarzfuß Midir. Blitz gegen Drachen, immer Blitz. Ja, irgendwann ist Mana leer.
So, was ist denn das hier alle? Wir haben einfach mal die Seele. Die Seele haben wir auf jeden Fall hier irgendwo. Da ist sie ja. Die Seele von Schwarzfuß Media. Die Seele von Schwarzfuß Media, eine der verdrehten Seelen von Stärke erfüllt, benutzen, um viele Seelen zu erhalten, wandeln, um ihre wahre Kraft zu extrahieren. Media, der Nachfahre von Erzdrache, wurde von den Göttern großgezogen und erhielt ab seiner Unsterblichkeit die Pflicht, auf ewig die Finsternis zu bekämpfen. Diese Pflicht vergaß er selbst nach dem Ende der Götter nicht. Sehr, sehr pflichtbewusst. Hype, hype, hype. Ja, Einhorn, Einhorn-Army. Ja. Pikachu kommt auch mit. So, und wir haben noch so ein komisches Item gefunden, von dem ich noch nicht weiß, wo es ist. Das ist ein Cover. Und dann so ein Zeichen. Oh, das ist ja was ganz Neues. Ist ja ganz hinten. Speere der Kirche. Das Wappen der Prinzessin Filianor ziert ein grün angelaufenes Ornament aus frischem Gras. Legt es an, um den Eid Speere der Kirche beizutreten. Die Speere der Kirche wachen über den Schlaf der Prinzessin. Gefährdet ein Eindringling die Kirche, ruft der Judikator sie als loyale Geister herbei, um die Gefahr zu beseitigen. Bei angelegtem Wappen geschieht das automatisch. Loyalen Geistern, die als Speere der Kirche gerufen werden, wird ein Schutzregen gewährt. Ein Schutzsegen. Entschuldigung. Genau, das ist das, was ihr beide ja schon erlebt habt. Ich habe ja mal ganz am Anfang gesagt, das ist eine Mechanik, die sie sozusagen nachgepatcht haben, als sie das zweite DLC veröffentlicht haben. Normalerweise wird man nur dann als Boss gerufen, wenn man eben dieses Covenant-Item ausgerüstet hat, um dann eben diesem Eid beizutreten. Weil aber A, sehr wenig Spieler überhaupt davon wussten, dass es sowas gibt, und B, man erst mit dir besiegen muss, um überhaupt an dieses Item heranzukommen, haben sie das dann in einem nachträglichen Patch, kurz nachdem sie das zweite DLC veröffentlicht haben, so eingerichtet, dass auch Spieler als Boss gerufen werden, die gar nicht dem Eid beigetreten sind. Aber das ist sozusagen das Worst-Case-Szenario. Also wenn aktuell auf dem Server wirklich kein Speer der Kirche zu finden ist online, dann wird einfach irgendein Random-Dude herangezogen. Okay. Oh, ich glaube, ich werde gerade invaded. Nicht von mir. Ich level jetzt erstmal. Boah, wichtig. Wichtig. Aufsteigen. Very well, then take. Es fehlen mir noch 24 Seelen zur nächsten Stufe. Mayst thou? Könnte man mal eben kurz gucken, was wir so an Seelen haben, ob wir das mal eben verschlingen können. Wir haben nur eine Essensseele, also tut das nichts. Gut. Dann würde ich mal sagen. Geh mal noch zum Boss-Schmied. Achso, mit der Seele von Midir. Poppen? Ja. Achso, Seelen poppen oder was meinst du mit poppen? Wer will hier poppen? Wandlung beginnen. Was kann der mir denn Tolles geben? Oh, ein altes Mondlichtschwert. Ein Zauber. Oder? Wahrscheinlich sonst irgendeine Waffe oder so, ne? Nee, das ist ein Zauber. Naja, aber meinst du den oder meinst du noch was anderes? Nee, den meine ich und noch was anderes. Aber lies dir mal die Itembeschreibung durch. Okay. Altes Mondlicht. Eine Erinnerung an ein altes, tief im Inneren Midias gefundenes Schwert. Dieser Zauber nutzt Seelen, um den Gedanken Gestalt zu geben und mit ihnen anzugreifen. Angriffe werden mit Lichtwellen gekoppelt. Das Einnehmen der Haltung vor dem Angriff erhöht ihr Tempo und ihre Stärke. Das Schwert wurde nach dem Mondlicht benannt, aber es unterscheidet sich etwas von dem, das Seth, der Bleichdrache, erschuf. Vielleicht ist es in einer älteren Erinnerung verankert, die nicht lange nach dem Anfang entstand. Oh, sag mal, das ist lore-heavy. Ja. Das stimmt. Als wir gegen Seath gekämpft haben, haben wir ja auch seinen Schwanz abgeschlagen. Ja. Und von Seath bekommt man ja das Moonlight Greatsword. Aber dieser Zauber impliziert. Genau, und dieser Zauber impliziert, dass das Moonlight Greatsword ursprünglich gar keine Waffe war, sondern ein Zauber,
Ah, okay. Dass das Moonlight Greatsword quasi aus derselben Art von diesem Zauber entstanden ist, aber dann zu dem richtigen Schwert wurde. Genau, richtig. Und es gibt noch eine coole Katana, die du aus Midias Seele bauen kannst. Da war sie doch gerade. Da. Abgenutzte Klinge. Diese Drachenwaffe symbolisiert Schwarzfraß. Schwarzfraß, habe ich nicht eben Schwarzfuß immer gesagt? Oh. Diese Drachenwaffe symbolisiert Schwarzfraß Medie. Die einst exquisite Klinge ist heute schwarz und am Griff verschlissen. Sie wird bald zerfallen. Fertigkeit halten. Nimmt eine Haltestellung ein, in der ein normaler Angriff eine Schockwelle über die Erde jagt. Ein schwerer Angriff lässt eine Reihe von Hieben folgen. Okay, klingt jetzt aber nicht so krass spektakulär. Das ist eine sehr, sehr starke. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr starke. Eine sehr, sehr starke Waffe. Mit dem Nachteil, sage ich mal, dass die Haltbarkeit dieser Waffe relativ gering ist. Soll ich mir. Ich kann aber. Also die Waffe kann ich nicht benutzen, weil mir fehlt Skill. Ich brauche 40 Skill. Alter. Krass. Das ist eine Menge. Krass. Sorry, nach dem letzten Stream von Hedda ist es schwer, wieder normal zu werden. Oh, danke. Das ist ja schon irgendwo über den ersten Softcap hinweg. Ja. Oh, das Schwert braucht, der Zauber braucht aber auch 25 Zauber. Ist auch schon hart. Ich auch nicht. Hey, warte mal, ich hab doch wohl 25 Zauber. Ah, ne, Intelligenz ist das. Sorry. 25 Intelligenz. Ich hab nur 10 Intelligenz, ich bin zu dumm dafür. Na gut. Das muss ich mir das auch nicht holen. Kann's eh nicht benutzen. Weder noch. Schnüff. Wollen wir das überhaupt? Nein, niemand möchte normal werden. Niemand. So, wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Wo? Innerer Ringwall. Innerer Ringwall. Da war noch ein Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Twitch will mich den VOD Dragon Kill einfach nicht klippen lassen. Was? Warum nicht? Schweinerei. Vielleicht geht es jetzt nach dem Video, nach dem Streamende. Ich weiß es nicht. Je ne sais pas. Wir müssen Niveau mal ein bisschen anheben. Sprechen wir ein bisschen Französisch. Le Dragon. Ah nee, das heißt, ich verstehe nicht. Je ne comprends pas. Nee, ich meine den Divinity Endboss. Ach so, den müsstest du klippen können. So, ich habe hier einen Fox. Geil. Ich mach mal eben unseren Freund hier. Yes! Sollen wir mal gucken, ob ich glaube, ich bin mir nicht echt unsicher, ob ich uns. Ich traue mich nicht, mein Mikrofon noch lauter zu machen, um noch irgendwie alles noch lauter zu kriegen. Es könnte nämlich böse enden, wenn ich das tue. Sekunde, ich schicke mich mal einfach auf einen anderen Kanal, dann hört ihr das im Zweifel nicht. Aber ihr hört es immer noch. Okay. Anscheinend kann ich mich doch hier lauter machen. Kann ich nicht. Wow. Was so? Ja, ich hab's doch geahnt. Hey, das ist nur, wenn ich das auf dem Masterkanal habe. Okay, ich kann nichts mehr lauter machen. Mein Mikrofon ist schon auf Anschlag und dann kann ich höchstens alle anderen außer mich lauter machen. Ha, sorry für den kleinen Schockmoment. Hey, das ist komisch. Das Feedback kommt. Das Feedback kommt erst, wenn es auf den Masterkanal geht. Was ist das denn für eine komische Sache? Ich muss dieses Mischpult nochmal verstehen. Es ist seltsam. Wenn es nicht auf dem Masterkanal liegt, kommt das Feedback nicht. Das muss irgendwas mit Channel 1 zu tun haben. Das ist eine seltsame Technik. Keiner versteht sie. Habe ich mich gerade erschrocken. Jetzt seid ihr wach. Jetzt seid ihr alle da. Hell erschrocken, hell wach. Wenn jetzt irgendwer noch am Schlafen war, Pech. Nein, ich entschuldige mich sehr dafür. Ich hoffe, das hört keiner mit den Phones. Ich glaube, ich sollte das aus der Aufnahme rausschneiden. Apropos Aufnahme, wie weit sind wir? Achso, in der Folge? Ja, wir könnten unterbrechen, stimmt. Wir könnten unterbrechen.
Das da schmeiß ich vor Schreck eine Axt. Hauptsache nicht selbst geköpft. Naja, gut. Gut, alles klar. Dann sehen wir uns bei YouTube in der nächsten Folge. Twitch, wir machen noch ein bisschen weiter. Nicht den Kopf verlieren. Ciao. Nicht den Kopf verlieren.